Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir jetzt vorstellen, was man unter dem sogenannten unsichtbare Gorilla-Experiment vorstellt. Dieses Experiment hat mittlerweile einen großen Bekanntheitsgrad innerhalb der Psychologie erreicht. Erstmals wurde das Experiment durchgeführt 1999, durchgeführt unter der Leitung von Christopher Jeffries und Daniel Simmons in den USA. Worum ging es in diesem Experiment? Wie schaut der Verlauf des Experimentes aus? Es wurde ein Film vorgeführt und dieser Film wurde Versuchsteilnehmern vorgeführt. Und dieser Film hat beinhaltet, dass zwei Basketballmannschaften eben gespielt haben und sich einander Bälle zugeworfen haben. Und dieses Spiel hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es eine sehr rasche Spielweise war. Das heißt, man konnte das Spiel nicht sehr einfach beobachten. Und bei dem Film hat man dann Folgendes gemacht. Man hat dann zusätzlich einen Menschen in einem Gorilla-Kostüm dann zwischen die Spieler hineinbewegt. Und hat dann geschaut, ob dem Menschen es auffällt, also im Versuchsteilnehmern auffällt, dass hier ein Mensch in einem Gorilla-Kostüm dabei ist. Wer waren diese Versuchsteilnehmer? Versuchsteilnehmer waren diese Studenten, die den Arbeitsauftrag erhalten haben von den Versuchsleitern, eben von Christopher Jeffries und Daniel Simmons, dass sie eben diese Pässe, also dieses Zuwerfen von Bällen zählen sollten. Und da, auf diesen Arbeitsauftrag bezogen, haben sie überwiegend korrekte Antworten gegeben. Das heißt, sie konnten die richtige Anzahl benennen. Das Gorilla-Kostüm, als man sich dann danach eben befragt hat, ob ihnen was Besonderes aufgefallen ist, konnten sie eben dann in der Mehrzahl der Versuchsteilnehmer konnten das nicht benennen. Also um es nochmal deutlich auszudrücken, Arbeitsauftrag war also nicht zu erkennen, ob es da ein Gorilla-Kostüm einem Menschen gibt, sondern sie sollten eben diese Pässe mitzählen. Und wenn der Auftrag eben dann ausgeführt wurde, dann ist es den meisten eben nicht aufgefallen, dass ein Mensch mit einem Gorilla-Kostüm dabei war. Und diese Fragen waren eben dann die Gesamtanzahl der Pässe. Da waren sie eben dann überwiegend korrekte Antworten, aber ob ihnen etwas Sonderbares aufgefallen ist danach, da ist es den meisten eigentlich nicht aufgefallen. Welche Schlussfolgerung kann man jetzt aus diesem Experiment ziehen? Christopher Jeffries und Daniel Simmons sprechen in diesem Zusammenhang von der sogenannten Aufmerksamkeitsblindheit. Und da meinen sie, dass eben die Aufmerksamkeit sich richtet auf ganz konkrete Ereignisse und Einzelheiten beim Menschen. Also wenn sie sich auf etwas Bestimmtes konzentrieren, aber die Aufmerksamkeit wird dann aber auch reduziert auf scheinbar unwichtige Dinge. Und wer reduziert diese Aufmerksamkeit? Das macht in der Regel der Mensch natürlich nicht selber, sondern das Organ, das dafür zuständig ist, das ist das Gehirn. Und im Gehirn werden eben Reize, die aus der Situation, aus der Umwelt kommen, wie eben hier zum Beispiel dann dieses Gorilla-Kostüm, werden gefiltert. Und das Gehirn lässt eben nur manche dieser Reize dann in unser Bewusstsein, in das menschliche Bewusstsein vordringen. Und das wiederum bedeutet, dass unsere Wahrnehmung ungleich ist der Wirklichkeit der Realität. Das heißt, das, was wir draußen sehen, wenn ich von draußen spreche, also außerhalb des Menschen, entspricht nicht der Realität, entspricht nicht der Wirklichkeit. Wir kriegen gewissermaßen nur das mit, was das Gehirn bei uns zulässt. Und damit kann man dann auch sagen, dass das Gehirn unsere Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Menschen, tatsächlich erschafft und konstruiert. Das heißt, das Gehirn macht das Bild in uns, erschafft das Bild in uns, das wir von unserer Welt haben. In der Realität fällt uns das aber natürlich nicht auf. Soweit meine Informationen zum unsichtbaren Gorilla und dem bekannten psychologischen Experiment.